einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich mich mal wieder mit dem Thema Webdesign ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, eine eigene Webseite zu erstellen. Da gibt es zahlreiche Angebote. Spontan fallen mir 1&1, Strato, All Inclusive ein, die gegen Bezahlung eure Domain hosten und euren Webspace, und damit könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Damit könnt ihr dann eure eigene Webseite erstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Inzwischen ist es üblich, dass man sowas zum Beispiel mit WordPress macht. Da habe ich die Seite hier schon mal vorbereitet, die Seite wordpress.org. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Content-Management-System. Ursprünglich hat das Ganze hier mal als Blogger-Plattform angefangen. Das heißt, ihr könnt euch hier eine Datei runterladen, könnt diese mit einem FTP-Client eurer Wahl wieder heraufladen. Ihr durchlauft dann einen kleinen Einrichtungsprozess und könnt dann anfangen, eure Geschichten zu bloggen, eure Artikel zu bloggen, eure News, was auch immer ihr damit machen wollt. Ihr könnt auch eine Portfolio-Webseite mit WordPress anlegen und vieles, vieles mehr. Und wenn euch das interessiert, da habe ich auch schon das ein oder andere Video zu gemacht, dann sollte eure erste Anlaufstelle die Webseite wordpress.org sein. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, eine eigene Webseite zu machen. Das aber nochmal so als erste Anlaufstelle. Das ist relativ simpel, sowas einzurichten. Da braucht es auch keinen Webdesigner mehr, der weiß ich nicht, wie viel 100 Euro kostet. Das kann jeder selber machen, mithilfe der Software WordPress. Eine andere Möglichkeit, sich kostenlos eine Webseite einzurichten, das sind solche Homepage Baukästen, die bieten auch die kommerziellen Anbieter an, wie die eben schon genannten drei, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Und es gibt dann noch Webseiten, die sowas in kostenlos anbieten. In Deutschland sehr beliebt sind die Portale Wix.com und Jimdo.com. Jimdo kommt aus Hamburg, Wix kommt aus Israel, und beide haben gemein, dass man sich hier eine kostenlose Webseite erstellen kann. Es sind keine Zahlungsinformationen erforderlich. Man hat verschiedene Themes zur Auswahl. Darüber hinaus hat man eigene Editoren, mit denen man die Themes noch bearbeiten kann. Ich glaube, man hat bei beiden Anbietern, also bei Jimdo und bei Wix, schon mit dem kostenlosen Account die Möglichkeit, alle Themes zu nutzen. Auch in den Funktionen ist man meines Wissens nicht eingeschränkt. Hier werden verschiedene Templates vorgestellt. Hier wird der Wix Editor vorgestellt, der wirklich sehr intuitiv sein soll. Und man kann hier innerhalb von Minuten Ergebnisse erzielen. Das richtet sich an alle. Dazu muss man kein HTML können. Das ist intuitiv, schnell zusammengeklickt. Und ebenfalls im Portfolio der kostenlosen Funktionen ist eine sogenannte Subdomain. Also wir schauen uns hier nochmal kurz die Funktionen an der Webseite. Es gibt, wie gesagt, diesen genialen Editor, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, über 500 Designvorlagen, erweiterte SEO-Funktionen. Das Ganze ist mobilfreundlich. Es gibt verschiedene Apps, auf die man zugreifen kann. Bei WordPress heißt das Plugins. Fortgeschrittene Designfunktionen, unbegrenzte Anzahl an Schriftarten, Scrolling-Effekte, Media-Galerien und vieles mehr. Wix Adi baut sogar automatisch eine Webseite zusammen. Informiert euch da selber, wenn euch das Thema interessiert. Und der Nachteil von diesen kostenlosen Homepage-Editoren ist halt, dass wir nur eine Subdomain bekommen. Und wenn wir eine richtige Domain haben wollen, dann brauchen wir ein Abonnement. Schauen wir uns mal die Wix-Abonnements an. Das geht los mit 5,35. Da kann man dann eine eigene Domain verbinden. Bandbreite bei Wix ist übrigens 1 GB, auch bei der kostenlosen Version. Was den Speicherplatz angeht, bin ich mir da nicht ganz sicher, ob man 250 oder 500 MB hat. Man bezahlt hier also nur fürs Connecten der eigenen Domain 5,35 Euro im Monat. Meine Domain ist zum Beispiel syntux.com, und wenn ich die hier zu Wix umleiten möchte, kostet mich der Spaß 5,35 im Monat. Wenn wir uns zum Beispiel bei All Inkle eine Webseite mieten, das gibt es glaube ich ab 5 Euro im Monat inklusive 3 Domains, dann haben wir dort wesentlich mehr Funktionen als
hier. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Und das Problem ist halt auch bei diesen kostenlosen Angeboten, dass wir nicht nur auf eine Subdomain beschränkt sind, sondern es wird auf der eigenen Webseite dann auch noch ein großer Werbebanner eingeblendet und das Ganze sieht dann halt alles andere als professionell aus. Das sind so die Nachteile dieser Baukästen. Ja, Jimdo ist ähnlich erfolgreich, wie gesagt, aus Hamburg. Ein deutsches Unternehmen funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Kostenlose Webseite und wer es braucht, der kann sich dann ein Abonnement holen, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, mehr Speicherplatz bringt, mehr Traffic etc. So viel zu den kostenlosen Homepage-Baukästen. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, sich zum Beispiel bei Google eine eigene Webseite zu hosten. Auch das hier ist ein Baukasten. Typisch Google, ebenfalls intuitiv zu bedienen. Ich glaube, man muss hier nicht viel zu sagen. Man kann YouTube-Videos einbinden, Kalender, Einträge, Google Maps-Dokumente, Präsentationen, Tabellen, Formulare, Diagramme. Das Ganze wird auf dem eigenen Drive, auf dem eigenen Google Drive gespeichert. Und der Vorteil dabei ist, wir haben, denke ich, zumindest keine Werbeeinblendungen. Bin mir da allerdings nicht ganz sicher. Und wir haben so viel Platz, wie das Drive hergibt. Beziehungsweise die einzelnen Cloud-Angebote von Google. Das kann ich an der Stelle auch mal empfehlen. Wer will, kann sich mit Google Sites kostenlos eine Webseite zusammenklicken. Und wenn ich das schon erwähne, dann muss ich auch noch auf die Google Unternehmensseiten zu sprechen kommen. Auch hier kann man sich kostenlos eine Unternehmensseite erstellen. Dazu braucht man aber natürlich ein Unternehmen oder ein Produkt oder ein Geschäft vor Ort. Also das ist Teil von Google Maps hier, das Ganze. Auch das hier ist eine gute Sache, auf die ich nicht näher eingehen will. Ich wollte es nur bei der Gelegenheit auch mal erwähnt haben. Der Google-Baukasten. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema WordPress. Da habe ich euch vorher erklärt, ihr könnt euch komplett euren eigenen Blog hosten in Kombination mit einem kommerziellen Homepage-Anbieter, wie eben zum Beispiel 1&1 Strato oder auch All-Inclusive. Letzteren kann ich empfehlen, da bin ich seit Jahren, mit dem bin ich sehr zufrieden. All-Inclusive ist gut und günstig und WordPress bietet davon abgesehen aber auch noch die Möglichkeit, sich einen eigenen kostenlosen Blog zu erstellen. Ja, was ein Blog ist, sollte klar sein. Also eigentlich eine Ansammlung verschiedener Artikel. Im Prinzip ist ein Blog auch eine Webseite, nur mit einem bisschen einem anderen Design. Auch hier kann man eine Webseite erstellen, auch hier kann man seine eigenen Waren verkaufen. Das wäre dann das nächste Thema hier in dieser Playlist, vielleicht mal die Shop-Software, die so im Angebot ist, miteinander zu vergleichen. Auch hier kann man einen Blog starten und vieles mehr. Auch dazu gibt es verschiedene Designmöglichkeiten bzw. Themes. Grenzenloses Wachstum mit Hilfe von Plugins. Verwandle deine Webseite in einen Shop mit Hilfe von PayPal, integrierte Marketing-Tools, Mobile-Apps, alles, was du brauchst und so weiter und so fort. Auch hier kann man sich kostenlos eine Webseite einrichten. Jedoch hat man hier auch einige Nachteile. Zum einen hat man auch hier ein Branding. Das heißt, es steht unten auf der Webseite powered by WordPress.com und zum anderen hat man auch hier einen Werbebanner und auch hier bekommt man nur eine Subdomain und keine richtige Domain. Das heißt, auch hier kommt man letztlich nicht drum rum, ein bisschen Geld auszugeben, wenn man eine professionelle Webseite haben möchte, beziehungsweise einen professionellen Webauftritt nach außen. Ihr seht hier die verschiedenen Preise, auch das kann ganz schön teuer werden. Und der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf blogger.com hinweisen. Die bieten sowas Ähnliches an wie WordPress.com. Das allerdings ebenfalls aus dem Hause Google. Blogger gehört Google. Und auch hier gibt es wieder Werbebanner, die eingeblendet werden und die ganzen anderen Nachteile, die ich eben schon angesprochen habe. Aber blogger.com ist auch ein sehr populäres Tool und auch das ist sehr intuitiv zu bedienen. Deswegen soll das in der Aufzählung hier auch nicht unbedingt fehlen. Tja, und die Frage ist, muss man sich heutzutage überhaupt noch eine eigene Webseite einrichten? Bringt das überhaupt noch was? Ich habe langsam das Gefühl, dass eigene Webseiten gar nicht mehr so richtig wahrgenommen werden, dass das sozusagen Webseiten, die man innerhalb von,
sozialen Plattformen erstellt, wie zum Beispiel hier Facebook Pages, vielleicht schon mal von gehört. Wer bei Facebook ist, kennt das mit Sicherheit. Facebook Pages können Bandseiten sein, sonstige Fanseiten. Es können aber auch Seiten von Unternehmen sein. Im Prinzip können Pages von Facebook alles sein. Und auch das wird mehr oder weniger intuitiv eingerichtet und zusammengeklickt, ähnlich wie bei so einem Webbaukasten, den ich eben vorgestellt habe. Und die Frage ist, wird man nicht besser wahrgenommen mit so einer Facebook-Page oder wenn man eben regelmäßig bei Twitter zum Beispiel Inhalte veröffentlicht oder auch auf der persönlichen Facebook-Seite, wird man dann nicht viel besser wahrgenommen, als wie wenn man eine eigene Webseite hostet? Das ist eine Frage, über die ich schon seit längerem nachdenke. Mein YouTube-Kanal wird zum Beispiel auch viel stärker wahrgenommen als meine eigene Webseite. Das kann an meiner Faulheit liegen, mich regelmäßig um die Webseite zu kümmern. Aber ihr dürft halt nicht die Algorithmen außer Acht lassen, die in diesen Social Networks eine Rolle spielen. Und ja, es kommt halt immer darauf an, was ihr machen wollt, was ihr für ein Produkt habt, was ihr verkaufen wollt, wie abhängig ihr von einem großen Unternehmen sein wollt. Das sieht man ja jetzt an Russland. Ich kann zwar verstehen, dass die ganzen westlichen Konzerne sich jetzt aus Russland zurückziehen und so weiter, aber da sieht man, also wenn man sich mal in die Rolle eines russischen Unternehmens vielleicht hineinversetzt, was passieren kann, wenn man die eigene Webseite zum Beispiel nur auf Google oder Facebook-Basis hostet, weil ich nehme an, dass die Webseiten halt jetzt abgeschalten werden oder schon abgeschalten worden sind. Die Konzerne haben ja Einschränkungen in Russland bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob Google und Facebook jetzt die wirklich besten Beispiele in dem Fall waren, aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Ich wollte hier eigentlich nur eben mal so einen groben Überblick geben über die Möglichkeiten, die man hat, wenn man sich eine eigene Webseite aufbauen möchte. Ich hoffe, ihr fandet es halbwegs interessant. Gerne könnt ihr mir einen konstruktiven Kommentar dalassen, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut gerne in meinen anderen Serien vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.